miteinander und willkommen zur tragischen Geschichte-Show. Meine Wenigkeit heißt Angelina Portman. Heute werden Sie die tragischen Geschichten vieler anderer LPS hören. Passen Sie jedoch auf, dass Sie nicht depressiv werden. Denn diese Show ist nichts für schwache Nerven. Unser erster Gast heute ist die Maus mit dem sehr, sehr tragischen Käseverlust. Käsige Maus! Ein riesiger Applaus für Olaf! Bestimmt sieht er aus wie ein Käse. Fresse halten! Und da kommt er auch schon. Hallo Olaf, Sie sehen heute wirklich ausgesprochen käsig aus. Danke, Madame. Doch ich fühle mich leider nicht so. Okay, dann erzählen Sie uns mal von Ihrer sehr tragischen Geschichte. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Ich lag so in meinem Zimmer und dachte dann so, ja, ich könnte ja mal wieder ein Käsegut gebrauchen. Naja, und dann gehe ich halt dann so zum Supermarkt und will mir einen Käse kaufen. Dann war da diese nette Dame und ich fragte, ob sie denn einen Emmentaler hätte. Dann sagte das gute Gemüt, nein. Dann dachte ich mir, kein Problem, dann frage ich einfach nach einem anderen Käse. Nun war meine nächste Frage, ob sie denn einen Butterkäse hätten. Die Frau sagte, nein! Das war dann der erste bedrückende Zug. Ich dachte so, ja, die war eigentlich ganz nett. Doch dann sagt sie sowas Komisches und ich habe mich so klein in diesem Moment gefühlt. So klein! Oh Gott, wie tragisch. Bist du doch auch. Gut, und dann fragte ich die nächste Frage, ob die nette Dame einen Cheddar für mich hat. Ihre Antwort war wieder, nein. So ging ich ganz traurig nach Hause, setzte mich auf meine Couch, legte mich nochmal auf die Couch und machte mir ein Brot. Ein Brot ohne Käse. So schlief ich bedrückend ein und war allein. Ja, Ihre Geschichte ist wirklich sehr, sehr tragisch und bedrückend. Nächster! Nun begrüßen wir unseren nächsten Gast. Hans Brutus. Brutus! Sorry jetzt an alle Eltern, aber wie könnt ihr euer Kind nur so kritisieren und es Hans Brutus nennen? Brutus! Hi! Hallo, Hans! Brutus! Was ist Ihre depressivste Geschichte? Ja, also, ich... Ja... Ich... Ja, also... Ja, ich... Spuck's aus! Ja, also... Heul nicht, du Baby! Okay, ich hab mich, glaube ich, beruhigt. Ich bin sehr naiv. Okay, packen wir es an. Das Problem liegt an meinen Körperteilen, meine Stacheln. Jeder geht weg von mir. Sie gehen alle weg von mir. Ich bin so allein. So allein. Bitte trösten Sie mich, Mama. Ah, verpiss dich. Geh kacken. Mama. Können Sie das bitte rausschneiden? Nee, sorry, ist zu witzig. Nun kommt unser nächster Gast. Günther Gurke. Einen herzlichen Applaus! Ja, super! Ja, ich will ihn sehen! Ja! Oh, ciao! Yeah, hi! Sexy Lady, hä? Huh? Also, hallo, Günther Gurke. Was ist denn deine depressive, tragische Geschichte? Also, yeah, also, ich habe eigentlich keine tragische Geschichte. Warum sind Sie dann hierher gekommen?
Naja, ja, wegen dem Mädchen. Also, sie sind ja schon ganz schön heiß, ne? Chica! Also, in meinem Termin steht noch nichts heute. Also, wir beide so, du und ich, so Eis, du und ich, ne? Und dann danach so, weißt du schon, und ich so, oh ja, und du, ja, okay. Wie wär's? Ich bin erst 16! Wir sind hier keine Partnervermittlung! Oh na ja, also mir macht das jetzt nichts viel aus, weil die ganzen Mädels stehen sowieso voll auf mich, ne? Also ciao, du kleine Bitch! Ciao! Was für eine Unverschämtheit! Sind Sie lebensmüde? Also ich wäre mit dem sofort ausgegangen, was für ein heißer Feger! Mom, das ist peinlich. Du bist ihre... Das ist deine Mom? Sorry, aber du bist ein Hase und sie ist ein Vogel. Ist da irgendwas falsch gelaufen? Ich wurde adoptiert. Also, ja, ihr da hinten. Es interessiert wirklich keinen und wir sind hier live, also ja. Ey, Chica. Hi. Du bist sexy, komm schon. Komm schon, du und ich, so, du weißt schon, komm mit. Yay, sie ist tot, endlich! Was ist das hier eigentlich für eine Show? Ja, die Reality-Show, Alter. Nein, ist doch keine Reality-Show, Alter! Also, ich finde, das ist eine komische Show, aber ich liebe diese Show. Ich hab euch nicht gefragt. Nächster Gast. Begrüßen Sie Sophie Giant. Endlich mal ein anständiger Name. Darf ich mich setzen? Lieber nicht. Ich denke, dafür ist der Stuhl ein wenig zu klein. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Da liegt auch schon bei mir das Problem. Ich darf nie die Sachen machen, die andere auch machen dürfen. Ich werde nicht berücksichtigt. Ich bin wie Luft für andere Leute. Ich werde so ignoriert. Alle Tiere trampeln immer nur über mich rüber, als wäre ich Luft. Sie sind ja auch so klein. Ja, ich weiß, da liegt auch mein Problem. Ich bin einfach zu klein. Ich weiß nicht, warum ich Sophie Giant heiße. Ich heiße nämlich nicht, ich bin kein Giant. Ich bin klein. Ich bin so... Ich fühle mich immer nur wie Luft. Was soll ich denn nur tun? Vielleicht mehr essen? Ich glaube, da bin ich immer noch so dünn wie vorher. Ein Strich in der Landschaft. Alter, checken Sie das nicht? Sie sind fett. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? RTL gucken und dabei 20 Packungen Chips pro Stunde essen? Alter, Sie sind das fetteste Vieh, was ich jemals gesehen habe. Was tun Sie hier eigentlich? Sie kritisieren ein total dünnes Mädchen. Sie ist so dünn wie ein Spargel. Warum sagen Sie so etwas? Das ist ja unerhört. Sie sind ja echt voll... asozial. Das geht ja echt überhaupt nicht. Alter, ernsthaft, wisst ihr was? Ich kündige. Bin ich eigentlich noch das einzig normale Tier hier? Ich meine, geht doch einfach kacken. Verpisst euch alle. Das war Staffel 1, Folge 1. Schalten Sie auch beim nächsten Mal ein. Ich hab jetzt voll Lust auf Käse, Leute. Lass uns gehen. Oh.